Und da sind wir auch schon wieder in einem dunklen Labyrinth, das uns irgendwo hinführen wird und so. Ich will noch eins sagen, bevor ich anfange, das Spiel weiterzuspielen. Ja. Ich will mich noch verbal entschuldigen für das letzte Video, da ich dort ab circa der 6. Minute, glaube ich, ja, wusste, das Video etwas asynchron wurde. Ich habe wohl, während ich die Tonspur geschnitten habe, habe ich anscheinend wohl etwas zu viel weggenommen und, naja, ich konnte es nicht mehr rückgängig machen und ich hätte jetzt mich entscheiden können, entweder nehme ich das Video asynchron auf oder ich habe an einer Stelle irgendwie so ein Videomitschnitt drin, das irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, weil ich gucke plötzlich in einer komplett anderen Richtung hin und ja. Wobei diese Sache wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen wäre. Naja. Ich mach's beim nächsten Mal besser, falls das asynchron mal sein sollte. Aber bis jetzt, sorry dafür. Und nun geht's aber auch wirklich weiter. Colina, Küche. Gehen wir mal da ein. Gut, lässt sich nicht bewegen. Tür ist verstorben. Das ist mit einem ausgezeichneten... Ist in einem... Okay. Hm, mal gucken, vielleicht kann ich ja. Nope. Nein. So. Geht das? Auch nicht. Lampe. Ach, verdammt, da vorne ist auch eine Fackel, hätte ich die eher anzünden sollen. Hm? Hm. Tolle Küche. Second of August, 1839. I've arranged. They are dead. Warum ich das jetzt abgebrochen habe? Ganz einfach. Ich werde das jetzt alles lieber selber vorlesen, weil die englische Synchro ist zwar ganz nett, aber ich will auch selber was jetzt zu tun haben und nicht einfach nur durch das Spiel durchlaufen. Von daher lese ich den ganzen Kram selbst. War das jetzt das? Nein, nein, da. Tagebücher, Tagebücher. Ja, ich glaube, das war das. Ja, 2. August 1839, 39. Ich bin in dem Dörfchen Altstadt angekommen. Es ist ein sicheres Fleckchen inmitten eines weiten Waldes und es ist der letzte Halt vor meinem Ziel, Schloss Brennenburg. Es ist spät am Abend und der Vorreiter, der seit Bremen die Kutsche begleitet, riet mir mit der Wetterreise bis morgen zu warten. Ne, Weiterreise. Mein Gott. Ich bin vor heute Nacht in der Mühle runtergekommen, dem einzigen Gasthaus der Stadt, und ich warte jetzt auf den Anbruch des Tages. Ich versuche zu schlafen, aber sobald ich meine Augen schließe, sehe ich die Männer, die in London unter den mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Meine Angst und Scham lassen mich immer und immer wieder die gleichen Bilder sehen. Sie sind nur meinetwegen tot. Ich hoffe mal, das war jetzt das. Ich gucke mir demnächst lieber vorher kurz den Titel an und tue es dann abbrechen. Sonst, habe ich dasselbe Problem wie jetzt gerade. Ah, cool, Büchsen. Ich sehe noch was irgendwie und nein. Ist, na, guck mal an. Blau, blau, Dano. Bla, ja. Nope. Hm? Au. Warum packe ich auch alles an? In der Küche steht ein Fass Säure. Ja, das wissen wir jetzt auch. Ihr frisst das Säure. Verdammt. Fast getroffen. Ich hab's getroffen. Oder so. Egal, weiter. Das machen wir aber an. Oh, shit. Nope, 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 nope. Was mache ich hier? Nope. I can't see you. Oder so. Guck, guck. Hallo? Hallo? Ich hab ne Box. Wo muss ich jetzt lang, damit ich dem nicht entgegenkomme? Geradeaus. Und tschüss. Oh, verdammt, ist ja dunkel. Hier war ich doch, glaube ich. Habe ich mich jetzt erschreckt, weil jemand am Husten war? Lagerraum. Alter, was ist das für ein Geräusch? Na, wobei. Wie viele habe ich noch? 6. Küche. Lagerraum. Och, nö. Ach, auch gut. Was? Ich mach mal lieber die Tür zu. Und tank ein bisschen Öl nach. Nö. 3. August 1813, Alexander. Jetzt hab ich's. Ich fühle mich, als würde ich vor der Welt und allen Sorgen davonlaufen. Brennenburg ist ein majestätisches, auf einem bewaldeten Hügel errichtetes Schloss, dessen Türme bis über die höchsten Baumwipfel hinausragen. Die gewundene Straße zu den Schlosstoren erweckt den Eindruck, als entdeckte man etwas längst Vergessenes. Es ist wie eine Reise mit Marco Polo zum versteckten Xanadu. Baron Alexander ist ein seltsamer, aber gnädiger Mensch. Er scheint sehr welterfahren zu sein und ist nicht im geringsten exzentrisch, wie ich es zuerst annahm. Mein Zimmer ist ausgezeichnet und kein Hotel im Umkreis von Meilen ähnelt dem auch nur annähernd. Wenn die Sonne auf Brennenburg untergeht, hüllt sich sein märchenhaftes Äußeres in unheimliches Finstern... in unheimliche Finsternis. Alexanders merkwürdige Bedienstete sind nie weit weg. Es sind recht viele und es kommt mir so vor, als würden sie ständig durch das Schloss schleichen. Alexander scheint durch meine Anwesenheit erfreut. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen bin. Zum Abendbrot. Richtig? He escaped. Where is he now? Badezimmer. Da ist er jetzt. Was? Nope. Nope. Hi. Oh, shit. Das geht nicht. So, hier. Der Eimer wird's aufhalten können. Geht halt irgendwo hier lang? Ne, scheint nicht so. Hallo? Hallo? Oh, verdammt. Yay, Öl. Und eine Büchse. Was? Zellenbereich 4. 4? Ach verdammt, egal. Das ist rückwärts. Lagerräume, denke ich mir mal, ne? Ja, Lagerraum. Ist das die andere Seite? Nein, ist es nicht. Tür ist verschlossen, wir sollten mal gucken, vielleicht... Ah, verdammt, egal. Geht nicht. Geht auch nicht. Naja, aber irgendwie klar. Ach verdammt, warum hat man ihn da jetzt? Die Tür gefällt mir nicht, die ist angelehnt. So. Scheint aber nicht so, dass da irgendwas ist. Büchsen. Was ist denn das? Ein Glas. Für was auch immer dieses Glas nun sein könnte. Ist hier noch irgendwie was? Scheint nicht so. Oder? Nein. Was habe ich jetzt bitte im Glas? Was? Oh, shit. Nope, 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 nope. Nope. Ich habe gedacht, das wäre eine olle Kiste und dabei... Also, so eine Kiste. Egal. Ist der immer noch da? Hallo? Hallo? Egal. Egal. Egal? Ich habe gerade absolut null Plan, wohin. Küche, Lagerraum. Bin ich nicht vorhin schon hier entlang gegangen? Ich glaube, ich war hier noch nicht. Hallo? Huh? Ah, okay. Ich glaube, dir ging es auch schon mal besser, oder? Okay, das funktioniert natürlich nicht. Egal. Und drunter ist auch nichts. Und das ist hier einfach nur verdammt finster gerade. Ich mache hier eine Lampe an. Eine Lampe. Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. Why? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Man geht nicht in brennende Häuser? Sag das mal ein Feuerwehrmann. Ne, da hinten ist auch nichts. Warum? Egal. Mal die Schiede reden? Außer einem Text, den ich da gerade gesehen habe, irgendwo. Nix. Toll. 4. August, 13. 4. August 1893. 39, mein Gott. Albträume haben mich am frühen Morgen aufgeweckt und ich wusste zunächst nicht, wo ich war. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Alexander hatte meine Schreie gehört und fragte mich, ob ich ihm im Wohnzimmer Gesellschaft leisten möchte. Wir tranken Tee und Alexander begann mir zu erzählen, was er wusste. Es scheint, dass die Kugel, die ich fand, eine lange dunkle Vergangenheit hat. Es ist nicht nur ein mächtiger, sondern vor allem ein gefährlicher Gegenstand. Durch eine einfache Berührung werden meine Kräfte zum Leben erweckt, und wenn man zu schwach ist, es zu kontrollieren, wird es einen vernichten. Schwerfällig verfolgt der Schatten den Besitzer der Kugel und tötet alles und jeden, der ihm beim Versuch, die Kugel zurückzugewinnen, im Weg ist. Ich sagte, die Macht der Kugel sei mir egal und dass ich sie wegwerfen sollte. Alexander riet mir davon ab, da ich noch immer eine Spur zur Kugel sei und daher getötet werden könnte. Mit der Kugel in meinem Besitz hätte ich zumindest eine Chance, mich zu verteidigen, wenn die Zeit käme. Ich fragte Alexander, was er damit meinte, dass er mich beschützen könnte. Er antwortete, es gebe eine Möglichkeit, allerdings zu einem hohen Preis. Deine Seele. Oder? Oder... Sowas in der Art? Was? Nope. Geh weiter. Ja, schön brav. Hast du brav gemacht. Fein. Und jetzt bist du weg. Hm? Wo geht's denn da lang? Ich glaube, das ist irgendwo eine Etage höher. Oder irgendwo weiter unten. Naja, erstmal irgendwie überhaupt klarkommen hier. Ich bin komplett... Banane? Ich habe keinen Plan, wohin. Nope. Nein. Das Tor, durch das du diesen Bereich verlassen kannst, ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. Ja, war mal in einem schlechten Zustand? Nope. Ja, vielleicht muss noch weiter beschädigt werden. Nee. Kommt die Büchse auf einmal her. Naja, hat ja sein können. Hey, you! Stop! Don't come any closer! I just want to leave! You can't go outside! It's too dangerous! I doubt that very much. Bin ich jetzt hier schon mal entlang gelatscht oder... nicht? Mann, wer quasselt mich denn voll die ganze Zeit? Da! Was? Wieso? Warum? Och, nee. Bist du noch da? Hallo? Ah, gut. Kann ich hierfür nicht verwendet werden? Nee. Ich will rein. Ach, verdammt nochmal. Ich hasse diesen Kerker. Ich habe keinen Plan, wo hin und... Wo ist der Typ abgeblieben? Nein, da war nix. Nee. War ich hier schon? Ja. Von hier bin ich. Ich dachte mal, da gab es doch eine Abzweigung. Geht's da irgendwo noch lang? Och, hau ab, Teppich. Vielleicht ist ja in der Abzweigung irgendwas. Ich will Öl. Oh. Hat sich ja voll gelohnt. Ich will hier raus, verdammt nochmal. Warum? Lässt sich nicht bewegen. Geht nicht. Das war eine dämliche Idee, aber... Ja, war ja klar. Ausgezeichneten Zustand. Und ich will was haben zum... Kann ich das Schloss, das da nicht so gut war, mit irgendwas Einfachem wie einem Stein kaputt machen? Nee, warte mal, von hier bin ich ja vorhin gekommen. Müsste ich mal ausprobieren. Ach, Quatsch! Säure! Och, shut up! Och, hier ist ja gar keine Tür und... egal, das wird schon hinklappen, hinhauen. Ah, es ist hier, aufwart... Oh, verdammt. Power up und weg. Hallo? Oh. Nope. Mach dich weg, ey! Und kauft mir ein paar Kleidungen, Sachen und so, und... Ne? Ja, hau ab. Memme. Beweg dich weiter woanders hin, in eine Richtung, wo ich nicht, wo ich hin will und... Nee, Quatsch. Warte. Was? Hat irgendwer eine Idee... wo das Schloss war, was, kann ich das vielleicht... Nee, das ist ja... Vielleicht geht die... Glaube ich zwar nicht. Genau. Genauso wie hier. Es würde nichts bringen. Hat irgendwer die Lampen ausgemacht? Ah, okay, da. Ich glaube nach links. Dann wieder nach links. Oder auch nicht. Aber hier nach links. Ne? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Ich in einem schlechten Zustand. Yes. Yay! Und? Schwer beschädigt. Na. Shut up! Nein! Oh, ich gehe aber weg. Hey, du kommst hier... Oh, verdammt. Der kommt ja doch hier rein. Die dunklen Türme Brennenburgs raten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichnen sich im schneeweißen Mondlicht ab. Aus irgendeinem Grund war er traurig. Ja, endlich raus aus diesem Laden und... So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring, and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Yay! Nun dürfen wir uns statt mit Monstern mit irgendwelchen Giftpilzen herumschlagen. Sehe ich aus wie Mario? Naja. Wo es ja nun lang gehen wird, werden wir wohl auch erst später erfahren, denn wir sind am Ende des Videos erstmal angelangt. Fürs Erste, ja. Ne? Ich muss mir echt mal überlegen, was für ein Ende ich mir hier ausdenken tue. Naja. Ja, dann sage ich mal erstmal bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt, ich habe keinen Plan, was für ein Ende ich hier sagen soll. Bye bye.